Tropfenförmige Auswölbungen auf der Motorhaube kommen dann zum Einsatz, wenn der Vergaser mehr Platz braucht. Eine solche Krafthutze ist auch ohne aufwendige Werkstattausrüstung formbar. Als erstes müssen zwei Bretter als Klopfschablone ausgeschnitten werden. Ein Loch für das Stichsägenblatt wird vorgebohrt. Nun kann mit einer Pendelstichsäge die Grundrissform der Hutze ausgeschnitten werden. Die Form wird gleichzeitig aus beiden Holzbrettern ausgeschnitten. Sind die Klopfschablonen fertig, wird das Blech zwischen die beiden Holzschablonen gelegt und mit Schraubzwingen verspannt. Jetzt kann mit einem Klopfhammer die Form in das Blech geklopft werden. Man beginnt erst einmal damit, die Form grob in das Blech zu klopfen. Die Form soll sich zur engen Stelle auch in der Höhe verjüngen. Daher wird an der Stelle das Material weniger getrieben. Je mehr das Blech geklopft wird, desto höher muss die Klopfschablone liegen. Eventuell muss die Klopfschablone noch etwas erhöht werden. Ist die Form in etwa erreicht, werden die Ränder des Blechs entlang der Schablone gekantet. Zu guter Letzt wird mit leichten Schlägen das Blech mit einem runden Klopfhammer geglättet. Die letzten Feinheiten werden mit einem Kunststoffhammer auf einem T-Stack ausgeführt. Zu guter Letzt erhält man eine perfekt geformte Hutze in der Tropfenform.